Ich begrüße dich herzlich zu meiner täglichen Andacht. Wie schön, dass du dabei bist. Denn egal, wie es dir gerade geht, zu Gott kommen ist immer das Beste, was wir tun können. Meine Andacht vom 17. März. Gottes Kraft reicht aus. Der Bibelvers für heute steht in Matthäus 26, Vers 41. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. In der Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde, versammelte er seine Jünger im Garten Gethsemane und bat sie nur um eine Sache. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Die Jünger sollten wach bleiben und beten, aber sie schliefen immer wieder ein. Jesus dagegen betete und ein Engel kam und stärkte ihn, damit er das Sterben am Kreuz ertragen konnte. Die Jünger beteten nicht, sie schliefen und bewiesen, dass die menschliche Natur schwach ist. Mir zeigt diese Geschichte, wie bedeutsam das Gebet tatsächlich ist. Als Christen muss uns klar sein, dass uns ohne das tägliche Gebet und die Zwiesprache mit Gott das Wichtigste fehlt. Wir haben alle mit unserer menschlichen Natur zu kämpfen. Doch wenn das Gebet bei uns an oberster Stelle steht, wird Gott unseren Geist stark machen und uns helfen, die Grenzen unseres natürlichen Menschen zu überwinden. Woher wirst du heute deine Kraft bekommen? Aus dir selbst? Oder wirst du die Kraft erleben, die Gott uns so großzügig schenkt, wenn wir zu ihm kommen? Lass uns gemeinsam beten. Gott, ich danke dir für die Kraft, die du mir schenkst, wenn ich bete. Ich weiß, dass ich ohne dich schwach bin. Deshalb beschließe ich, immer im Gebet zu dir zu kommen, in dem Wissen, dass deine Kraft für mich ausreicht. Amen. Es tut so gut, bei Gott zu sein, oder? Bleibe doch in dieser Haltung und geh mit Gott durch deinen Tag. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Und wenn du dazu beitragen möchtest, dass auch andere meinen Podcast entdecken, dann abonniere meinen Kanal oder leite diese Andacht an jemanden weiter, der heute eine Ermutigung gut gebrauchen könnte. Herzlichen Dank dafür. Bis morgen.